So wirst du definitiv der Beste in Black Ops 3 am Ende einer Runde sein. Mehr dazu direkt nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen bei Elite Effect. Ich bin's wieder, T-Monster, und heute mit dem Thema: So wirst du der Beste am Ende einer Runde in Black Ops 3. Ich habe das Ganze in 6 Überpunkte gegliedert, aber die werden untereinander ein bisschen verschmilzen, weil beim letzten Mal fand ich es zu allgemein zu dem Thema besser werden, und da haben auch viele geschrieben: Mach's doch mal ein bisschen spezifischer. Man kann es jetzt übel spezifisch machen, auf jeden Spielmodus eingehen, aber das werde ich nicht tun, sondern ich werde euch jetzt sozusagen von den Überpunkten in andere Punkte einleiten, weil die verschmilzen ein bisschen. Man kann immer wieder ein bisschen was variieren, das ist leider so. Aber wir gehen mal von wenig Variationsmöglichkeiten aus, sondern wirklich so wirst du am Ende einer Runde oben stehen. Und das ist eigentlich das, was ich euch heute sagen möchte. Deshalb fange ich direkt an hier mit Punkt 1, die Waffenauswahl. Es gibt diverse Maps, und diverse Maps heißt, es gibt einige Maps, wo ihr selbst entscheiden müsst, spiele ich jetzt lieber ein Sturmgewehr, eine MP oder ein MG, obwohl ihr wirklich Sturmgewehre und MG von der Spielweise her gleich betrachten könnt, nur dass ihr mit einem MG halt nicht offensiv reingehen könnt, sondern ihr müsst wirklich im Aim sein, sozusagen so der Waffenauswahl. Passt aber, wie gesagt, eure Waffenauswahl auf die Map an. Wie begegne ich Gegnern auf dieser Karte am häufigsten? Beispiel wäre Havoc. Da empfehle ich für Sturmgewehre, weil dort begegnet ihr den Gegnern häufiger auf Distanz als im Nahkampf. Zumindest, wenn ihr hauptsächlich in der Mitte spielt. Und das ist eigentlich das, was ich zu empfehlen kann. Denn was ich empfehlen kann, die Mitte zu spielen und nicht diese, in Anführungszeichen, Hotpoint Area in dem Gebäude drin. Deshalb komme ich jetzt schon zu Punkt 2, der Aufenthaltsort. Vermeidet Hotpoints, wenn ihr diese eben nicht gut spielen könnt, oder beziehungsweise allgemein, Hotpoints sind immer schwer zu spielen. Hotpoints sind, mal so kurz das ganze Wort Hotpoint zu erklären, sind sozusagen Gebiete, wo die Gegner immer wieder und immer wieder hingehen, wo Action herrscht. Ja, da hätten wir auf Combine ganz klar diese lange Seite, das zeige ich euch wie gesagt auch alles, wo es wirklich, ich sag mal, von Kiste zu Stein ist, ja. Das ist ganz typischer Hotpoint für Headglitcher und so weiter und so fort. Meidet sowas, wenn ihr wisst, ihr habt nicht das gute Aim, ihr seid euch unsicher mit der Waffe, ihr spielt die Waffe noch nicht lange genug und so weiter. Meidet sowas, sondern findet auf einer Map eure Lieblingspunkte, also Lieblingsplätze, Lieblingsgebiete. So hätten wir zum Beispiel auf der Map Fringe, behalte ich mich am liebsten in dieser Arena auf, wo man eigentlich denkt, dort ist nie was los, aber dort ist immer was los. Und ich meide übelst die Hotpoints bei Fringe, weil dort kann ich nicht gut spielen. Und das sage ich, ich weiß, dort kann ich nicht gut spielen. Um gut zu spielen, passe ich mich an. Das heißt, ich halte mich in meinem Lieblingsgebiet auf. Ich finde, habe den natürlich erstmal gesucht, wo kann ich denn gut spielen, wo fühle ich mich sicher. Also haltet euch in eurem Lieblingsgebiet auf oder findet Lieblingsgebiete auf der Map, wo ihr euch eben auch sicher fühlt, denn dort werdet ihr auch gut spielen können und mit der Zeit immer mehr dazulernen. Und irgendwann werdet ihr dann euch auch getrauen, an den Hotpoint ranzugehen, gerade wenn ihr auch eingespielt seid auf eine Waffe, euch an eine Map gewöhnt habt, wie kommen die Gegner, und dann kriegt ihr das auch dorthin. Also Stück für Stück rantasten und vor allem bereichsverteidigen. Empfehle ich euch in Team Deathmatch, in Frei für alle sowieso, und in Herrschaft, wenn ihr mit einer 6er Party spielt, ist es eh meistens so, dass man 2 Flaggen hält und auf einer trappt. Punkt 3 wäre dann schon die Minimap, ja. Auf der Minimap ist es ganz wichtig, euer eigenes Team zu verfolgen. Warum? Wenn ihr euer Team verfolgt, könnt ihr schon mal davon ausgehen, wo euer Team jetzt hingeht, wird Action sein oder vielleicht auch nicht. Man hört es ja auch. Fallen Schüsse, wo meine Teammates sind, ist dort Action, oder bin ich gerade der Einzige, der auf der Karte links geht und das komplette Team geht rechts? Es fallen keine Schüsse, ich sollte mich darauf vorbereiten, dass Gegner kommen. Versucht mit der Minimap zu interagieren und nicht nur auf rote Punkte zu achten oder auf rote Pfeile, wenn jemand einen Hater hat, sondern wirklich mit der Minimap agieren.
Das heißt zum Beispiel, wenn ihr jetzt auch ein Team Dashmits spielt und ihr seht, ein Großteil eures Teams hält euch da auf und ihr seid in dem Bereich, dann könnt ihr schon ungefähr vorausschauend denken und wo wird denn der Gegner spawnen und kann so schnell wie möglich mir den nächsten Kill holen. Das heißt, lest euer eigenes Team, um zu verstehen, wo sind die Gegner, wo sind die Spawns von den Gegnern. Und dann, das ist ja jetzt schon länger so, aber das will ich auch nochmal als Tipp rausgeben, wenn ihr euch unsicher seid, weil ihr auf der Minimap, die Minimap ist ja, ich sag's mal im Format 16:9, natürlich nicht so groß, aber sie ist halt quaderförmig, also rechtecksförmig, besser gesagt. Und deshalb dreht euch mit der Minimap und ihr werdet mehr sehen, ihr seht dann einen längeren Bereich, solltet ihr aber nicht vor dem Gegner tun, nur mal so nebenbei. Zum vierten Punkt komme ich dann zu den Punkteserien. Jetzt sagt ihr euch, hä, warum nimmst du die Punkteserien rein? Es geht doch sowieso darum, ich will oben in der Liste stehen, das heißt, ich muss sowieso so viel wie möglich Kills machen. Das ist falsch. Indirekt falsch. Indirekt auch richtig. Ja. Punkteserien möglichst niedrig ansetzen. Das heißt, eine Drohne sollte jeder von euch spielen. Sicherlich werden Drohnen oft gegeiert, aber wenn ihr die Konterdrohne weglässt, ist mir es aufgefallen, dass die Gegner die Drohnen seltener geiern. Weil eine Konterdrohne ist belastend, eine Gegnerdrohne kriegst du seltener mit. Merkst du natürlich, wenn der Gegner dich killt und kannst davon ausgehen oder kannst dir denken, der müsste jetzt eine Drohne haben. Aber lass die Konterdrohne mal weg, aber spielt lieber Drohne. Drohne ist standardmäßig, lass die einfach standardmäßig drin, ist zu empfehlen. Und es gibt immer wieder Assists, ja, das dürft ihr nicht vergessen. Und kontinuierlich Punkte, Drohne ist top. Und dann guckt ihr einfach so, was spielt ihr lieber? Spielt ihr lieber Blitzschlag? Spielt ihr lieber Hellsturm? Und dann vielleicht noch einen Talon. Aber geht nicht zu hoch. Oder wenn ihr höher geht, dann steigert euch langsam und holt euch mit dem Spezialisten, der Kampffokus hat, noch ein bisschen mehr Hilfe dazu. Weil mit dem Kampffokus könnt ihr auch hohe Killstreaks richtig gut erreichen. Wenn ihr den natürlich im richtigen Moment aktiviert, was ihr aber wieder anhand der Minimap erkennt. Werden jetzt Gegner in der meiner Nähe sein? Sind Gegner rot markiert? Oder wo ist mein Team? Lohnt sich das jetzt, Kampffokus anzumachen? Deshalb befasst euch wirklich damit und versucht immer nachzudenken. Aber der Punkt kommt dann nochmal separat. Der nächste Punkt, die Gunfights. Jetzt sagt ihr euch Gunfight. Okay, warum tust du das spezifisch ansprechen? Ganz einfach. Gunfights in Black Ops 3 erfordern euch alles ab. Egal wie gut oder schlecht die Gegner sind, ihr müsst in jedem Gunfight rangehen oder ihr müsst in jedem Gunfight wissen, den will ich jetzt gewinnen und ich werde den auch gewinnen, weil ich weiß wie. Deshalb möglichst in einem Gunfight den ersten Treffer landen, sei es ungezielt oder gezielt. Gezielt vorteilhafter, ungezielt unvorteilhafter, weil man da ein bisschen mehr Beherrschung braucht und noch ein bisschen feineres Gefühl mit der Maus oder dem rechten Analogstick. Aber wie gesagt, möglichst den ersten Treffer landen und dann den Gegner weiterhin, aber auf Brusthöhe für Headshots und höheren Schaden. Headshots kriegt ihr dann automatisch, wenn sich eure Spielfigur erschrecken tut, aber Brusthöhe macht allgemein den höheren Schaden als natürlich Beine, Arme, also beziehungsweise als Beine oder Hüfthöhe. Deshalb versucht ab Brusthöhe den Gegner zu hitten und ihr werdet Gunfights erfolgreich gewinnen. Und vor allem, vergesst das Nachziehen nicht, deshalb fokussiert am besten immer die Bildschirmmitte in einem Gunfight. Ihr müsst zwar sozusagen dann im Augenwinkel mitgehen, wo ist der Gegner, aber die Bildschirmmitte ist das, wo eure Kugeln gerade hingehen. Es bringt euch nichts, wenn in der Bildschirmmitte sich ein Stück links vom Gegner ist und ihr denkt, ihr hittet den Gegner und kriegt aber noch Hitmarker von vorher angezeigt. Und dann verliert ihr den Gunfight. Wirklich den Gegner mitverfolgen. Zieht nach und schaut in die Bildschirmmitte bei einem Gunfight. Extrem wichtig. Der sechste und letzte Punkt wäre dann der einfachste, in Anführungszeichen einfachste Punkt. Und den habe ich mir auch als letzten aufgehoben, weil er sich einfach auf jeden einzelnen Punkt bezieht. Ist einfach nachdenken. Spielt nicht so, als seid ihr nur körperlich anwesend bei dem Spiel, sondern seid auch geistig anwesend. Überlegt ein bisschen mit. Das Körperliche, diese normalen Abläufe in COD und das, was man sich, diese Routine in COD, trainiert man sich sowieso mit der Zeit an. Und mit Nachdenken meine ich auch solche Sachen wie zum Beispiel, ihr wisst, dort campt einer. Er hat euch jetzt einmal, er hat euch zweimal getötet. Dann verlasst ihn doch dort sitzen. Dann geht nicht wieder dorthin. Dann vermeidet den Ort, weißt du? Lass es einfach sein. Nicht einfach immer wieder zu dem gleichen Typ hingehen und sich aufregen, dass er den killt. Einfach ignorieren. Wenn das beim ersten Mal denkt ihr euch, oh, gut, Camper, gut, probiere ich es. Beim zweiten Mal gescheitert, gut, lass ich sein, wird schon jemand anders kriegen.
nicht sinnlos in die Mitte springen gehört für mich genauso zum Nachdenken dazu. Das habe ich so oft schon gesehen. Zum Beispiel auf Combine. Die Typen springen in die Mitte, als gäbe es keinen Morgen und werden von allen Seiten abgeschossen. Passiert mir noch verdammt häufig und meistens zu oft, wo ich mir dann auch denke, warum machst du das eigentlich gerade? Das war so dumm. Ihr müsst nicht hinrennen in den Hotpoint und denken, ach, wird schon keiner stehen, sondern immer damit rechnen, dort steht jemand, up-aim. Langsam up-aim, ganz in Ruhe und Bildschirmmitte fokussieren. Falls dort einer steht, nachziehen nicht vergessen und ihr gewinnt das Ganze und ihr werdet relativ schnell mit ein bisschen Training ganz oben auf der Liste stehen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen oder ein bisschen mehr weiterhelfen, als mit dem letzten Video besser werden, was sehr allgemein war, trotzdem richtig gut bei euch ankam. Deshalb wirklich vielen Dank dafür. Ist wie gesagt auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und als letztes Video seht ihr es auch gleich nochmal. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben, wenn es euch geholfen hat. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Tipps fandet. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut das doch eventuell über Amazon oder MMOGA. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Das war's dann erstmal von mir, euer Monster. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Und das ist dann natürlich die Elite Power Week. Bis dahin und ciao, ciao. Shit, I know we probably shouldn't do again. But fuck it, man, I got no regrets. Who cares if I just spent my whole paycheck? I bet that I got more to come. So grab that liquor.